Herzlich willkommen. Heute wieder aus meinem Arbeitszimmer, von meinem roten Sofa. Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen, beziehungsweise von meiner Großmutter berichten. Eine Frau, die mich sehr geprägt hat. Ich bin in einem Bauernhaus groß geworden. Wir hatten einen riesigen Garten, 2 Hektar hinterm Haus. Und sie hat immer in diesem Garten gewirkt. Sie ist sogar zum Wochenmarkt gegangen mit Kartoffeln, Obst, Gemüse, alles, was es gab, Blumen, und das war ihr Element. Wir haben mittags zusammen warm gegessen mit der ganzen Familie und abends dann auch. Wenn die Abendbrotzeit nahte, dann durfte ich in den Garten gehen und meine Großmutter rufen. Oma, komm, wir wollen Abendbrot essen. Ja, ich komme gleich, Kind. Aber wenn ich kam, war meine Großmutter. Ich wurde erneut rausgeschickt. Und die hat dann gesagt, ja, schmiert mir schon mal Brote. Ich muss das hier erst noch fertig machen. Dann komme ich irgendwann. Ihr könnt schon mal allein essen. Das fand ich blöd. Und dann bin ich so richtig in Streit mit meiner Großmutter geraten. Und wir haben wirklich häufig voreinander gestanden, uns angeschrien sogar. Irgendwann habe ich mir überlegt, ja, als Christin, wie ist das eigentlich? Darf ich mich streiten? Ist das christlich? Wie schön, dass es heute einen Predigttext gibt aus der Apostelgeschichte, wo es um einen Streit geht. In den ersten Kapiteln ist alles noch wunderschön. Da wird berichtet, dass die junge Gemeinde miteinander lebte. Sie haben alles geteilt, sie hatten Gütergemeinschaft, sie haben das Brot miteinander gebrochen, hatten Gemeinschaft und die Gemeinde wurde größer. Aber mit einem Mal ein Murren. Ein Murren, was immer größer wurde. Und zwar gab es in der Gemeinde nicht nur die hebräischen Christen, sondern auch hellenistische, griechische, die mehr oder weniger eingewandert waren. Ausländer, die auch eine ganz andere Sprache ja gesprochen haben. Und damals war es so, dass die Sippe immer zuständig gewesen ist. Und da gab es jetzt aber auch Witwen. Und die hatten plötzlich tatsächlich nicht mehr genügend zu essen. Und irgendwann fiel das auf und es gab ein Murren. Ja, wie ist die Gemeinde damals, die Urgemeinde, mit diesem Murren umgegangen? Sie haben sich miteinander auf einen Weg gemacht. Und das finde ich ganz spannend. Und diesen Weg möchte ich mit euch jetzt nachgehen. Der erste Schritt ist, sie haben das Unrecht ausgesprochen. Sie haben auf das Murren gehört. Irgendwie wurde das plötzlich lauter. Wir wissen nicht, ob es die Frauen selber sind, die plötzlich gemurrt haben und gesagt haben, wir haben nicht genug zu essen, das kann doch wohl nicht wahr sein hier in der Urgemeinde. Oder es sind andere da gewesen, die darauf aufmerksam geworden sind und sich dann zu Wort gemeldet haben. Und es ist wichtig, darauf zu hören. Vielleicht war dieses Murren erst leise und dann ist es lauter geworden. Und dann haben es die Verantwortlichen gehört, nämlich die Jünger, die 12, die dafür zuständig gewesen sind. Und dass das Murren dann gehört wurde und sie sich darum gekümmert haben, dann ging es weiter zum nächsten Schritt. Die Jünger sind aufmerksam geworden und sie haben zugehört. Sie haben sich dieses Unrechts angenommen. Sie haben die Sache nicht unter den Teppich gekehrt und kleingeredet, sondern sie haben das Ganze wahrgenommen. Und ich denke, das ist heute wichtig, wahrzunehmen, zu hören. Die Ängste und Nöte der Menschen, seien sie noch so klein, auch mitzubekommen, gegenseitig darauf zu achten und das wahrzunehmen und wertzuschätzen. Und die Jünger haben die Gemeinde zusammengerufen. Und dann kam es zum nächsten Schritt. Nämlich es ist wichtig, dann auch Veränderung zu wagen, nicht in dem alten Trott stecken zu bleiben.
Und sie haben einen ganz klugen Schachzug getan. Sie haben nämlich unter den hellenistischen Christen sich 7 ausgewählt und die durften dann zuständig sein für die Essensvergabe und für das, was wir heute Diakonie sagen und nennen. Die Jünger sind also bei dem geblieben, was sie können. Sie haben das Wort weitergegeben. Und dann gab es da die anderen, die jetzt für die Diakonie zuständig waren. Und beides ist gleichwertig. Das eine ist nicht höher zu achten als das andere. Das hat uns die Urgemeinde und das hat Jesus uns schon deutlich gemacht. Erst nachdem dieser Konflikt bearbeitet war, da konnte es in der Gemeinde weitergehen. Es heißt, da konnte die Gemeinde wieder wachsen und wurde größer. Und das finde ich das Tolle daran, dass es wichtig ist, Konflikte auch zu bearbeiten, sie eben nicht unter den Teppich zu kehren. Und ich wünsche mir, dass ich davon etwas mitnehmen kann für mich. Dass nämlich Konflikte etwas ganz Normales in einer Gemeinde sind. Und dass Gott diese Konflikte mit begleitet. Er ist dabei. Und er gebe mir den Mut und die Weisheit, diesen Weg auch wirklich zu gehen. Amen. Und so segne und behüte uns der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.